Hallöchen, meine Lieben, mal gefreut zu kommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Timo Gaming und von. Wir spielen mal wieder eine Runde Bett. Skywars. Eine Runde Bettos. Und zwar habe ich in diesem Video auch ein klitzekleines Thema anzusprechen. Ja, ich bin eben auf den minecraft.ets gekommen. Ja, und normalerweise steht da hinter meinen Namen ja so ein YouTuber-Zeichen. So ein, ja, wie soll ich das sagen? Kann ich euch auch nicht erklären und nicht zeigen. Also normalerweise ist da hinten so ein Zeichen, dass man das erkennt, dass er YouTuber ist, aber eben bin ich so auf TS gekommen und dann stand da nur noch Spieler. Ja. Denke ich mir so, was habe ich gemacht? Ja. Und ja, ich denke mal, werde ich gleich mal in Warte auf Support gehen, weil ich habe mich echt gewundert, das war toll, aber egal, ich habe mich echt gewundert, weil ich habe halt echt nichts gemacht, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich da irgendwas gemacht habe, und aber komischerweise auf dem Server habe ich nämlich überhaupt noch, ne? Deshalb bin ich mir da gerade überhaupt gar nicht sicher. Ja. Ich muss ja immer gucken, ob meine Aufnahme überhaupt läuft, weil ja, einmal ist es schon mal nicht gelaufen, da habe ich einfach geredet und. Ja, meine Stimme ist auch irgendwie, sobald ich aufnehme, irgendwie immer komisch. Oh ne, wenigstens haben wir schon mal besseres Equip als eben. Ja, und da habe ich mich jetzt sehr gewundert. Ich fand es erstmal scheiße, weil ja, YouTuber-Rang ist halt schon was Besonderes. Denn auch noch auf dem Teamspeak. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das blöd ist, aber es ist halt cool, ne? Also, ja. Ah, da ist einer. Ja. Das soll jetzt gar nicht das sein, worum es eigentlich in diesem Video geht. Das juckt mich nicht, weil, ja, wenn ich runterfalle, dann falle ich halt runter, ne? Das ist dann halt egal. Ich könnte mir irgendwie ein neues Kit kaufen. Ah, nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, und dann wurde mir einfach die Hitschübung auf den Teamspeak genommen. Ich finde, das ist nicht so nett, ne? Also, mir wurde nicht Bescheid gesagt. Ja, aber auf jeden Fall werde ich ihn weiter auf Support gehen, weil ja, ich finde YouTuber-Rang, wie gesagt, ist was Besonderes, ne? Und denke mal, wenn ihr irgendwie den YouTuber-Rang oder egal irgendwelchen Rang auf so einem Teamspeak oder auf so einem Server in Bezug bekommt, das wäre nicht so cool und darüber würde sich, denke ich mal, auch kein ja, freuen. Wenn ich mal so gerade dabei bin, bei uns ist heute Freitag der 13., wenn ich das aufnehme und vielleicht wissen ja manche, dass Freitag der 13. so ein Pechtag ist. Und ja, das kann sein, dass das vielleicht damit bezogen ist, dass ich heute nicht so viel Glück habe. Das weiß man ja nicht. Lege ich vielleicht noch eine gescheite Runde hin, indem ich diesen. Das leckt bei mir gerade übel. Los, sterb, sterb, sterb. Los, der muss doch sterben. Alter. Als wenn der ein halbes Herz. Als wenn der ein halbes Herz hatte. Ach, naja, also ich gehe jetzt noch mal in eine neue Runde. Village, ja, die Map ist immer ganz cool, ne? Ich könnte mir, wie gesagt, ein neues Kit kaufen, aber das werde ich euch dann eventuell im nächsten Video sagen, zeigen. Wie auch immer. So, noch diese Runde spielen wir und dann. Höre ich auch erstmal auf und irgendwie leckt Minecraft gerade bei mir. Also, da brauche ich keine Sorgen machen. Ich bin noch aktiv. Ja. So, so. Es steht ja im Haus noch eine Kiste. Ja, müsste es eigentlich, ne? Vielleicht kann ich hier jetzt noch eintöten. Das wäre vielleicht ganz cool. Ich habe keinen Bock mehr, was zu craften. Oh Mann. Kann sein, dass heute der Tag von Minecraft nicht so ist. Bei mir zumindest. Ja, war knapp. Ja runtergefallen. Leute.
Leckt aber gerade sehr. Ist einer her. Ist irgendwie heute nicht so mein Tag, ne? Also. Aber naja, Leute. Ich würde sagen, Leute, das war es jetzt auch schon mit diesem kurzen Video. Eigentlich wurde mir halt nur mein Rang entzogen, ne? Das finde ich halt nicht ganz so cool, ne? Also, ich denke mal, das ist nur auf dem Teamspeak, aber auf dem Server habe ich ihn halt noch. Und ja, meine Lieben Leute, ich würde mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dieses kurze Video, dann lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und tschüss. Bis zum nächsten Mal.